Frau Merkel, wir begrüßen Ihren Gesinnungswandel, auch Ihren Mut zuzugeben, dass Sie nur, nachdem in einem reichen und westlichen Land ein als erdbebensicher geltender Reaktor in unfassbarem Maß radioaktive Gifte ausstößt, die sich den Menschen auch noch weit entfernt vom Ursprungsort für immer in die Knochen und ans Knochenmark ein- und anlagern werden, Ihre Meinung über die Atomanlagen geändert zu haben. Nie zuvor haben wir je solch einen Gesinnungswandel bei einem der Mächtigen registriert. In der Regel bleiben diese noch lange nach solchen Katastrophen, selbst wenn diese im eigenen Land stattfinden, an alten, überkommenen Meinungen haften. Umso mehr freuen wir uns darüber und möchten Sie in Ihrer Haltung bestärken und Ihnen viel Kraft wünschen im Kampf gegen die Anlagenbetreiber, die sicher keine Mittel scheuen werden, in anderer Art auf Sie einzuwirken. Als Wichtigstes wünschen wir uns, Sie bleiben dabei und nutzen die vielen guten Argumente, die unabhängige Wissenschaftler, zum Beispiel die Ärzte der IPPNW in ihrer Broschüre Atomkraftwerke machen Kinder krank und Greenpeace-Wissenschaftler, die keinerlei Vorteil daraus ziehen, seit über 3 Jahrzehnten erarbeitet haben. Bezüglich Fukushima möchten wir Sie dazu drängen, Ihren diplomatischen Einfluss zu nutzen und die japanische Regierung aufzufordern, sofort die Evakuierungszone zu vergrößern. Desgleichen das Nahrungsmitteleinfuhren unverstrahlter Grundnahrungsmittel für schwangere und stillende Mütter mit Säuglingen und Kleinkindern, aber auch für alle Kinder eingeführt und sofort ausgegeben werden. Auch sollten auf keinen Fall die Verluste von Fukushima verstaatlicht, deren Gewinne aber nicht angetastet werden. Das wäre der absolute Ausverkauf. Im Gegenteil müsste die Regierung, wenn sie es ernst meint mit ihrer Sorge um die Gesundheit ihrer Bevölkerung, sofort die TEPCO-Konten sperren und alle Gewinne in ein Soforthilfeprogramm einfließen lassen. In Bezug auf die Bundesrepublik und Europa möchten wir Sie auffordern, die Forderungen der gesamten über 40 Jahre gewachsenen Anti-Atom-Bewegung endlich ernst zu nehmen und sich auch international dafür stark zu machen, dass eine Technik, die mit einer mehrfachen Atombombenkraft vermeintlich saubere Energie herzustellen verspricht, keine Zukunft mehr bekommt. Dabei dürfen auch nicht die Forschungsreaktoren vergessen werden, die kleinen Atomkraftwerken ähneln, im Falle des Wannsee-Reaktors aber ein Mehrfaches an Emissionen abgeben dürfen, dazu in dicht besiedelten Wohngebieten stehen und denen alle Schutzmaßnahmen fehlen. Wir sehen den Sinn des Stresstests übrigens gar nicht, denn diese setzen womöglich die schrottreifen Reaktoren und damit die umliegende Bevölkerung großer und völliger unnötiger weiterer Gefahren aus. Wozu diese Tests? Haben wir nicht weltweit nun wirklich genügend Tests gehabt? Harrisburg, Tschernobyl, Fukushima? Dazu die uranverstrahlten Abbaugebiete mit ihren toten Seen und Wüsteneien. Selbst wenn wir heute die Atomanlagen grundsätzlich und für alle Zeiten abbauen würden, dann müssten sich unsere Kinder und Kindeskinder, deren Kinder und Enkelkinder und über Zehntausende weitere aus uns erwachsener Generationen mit unserem hochgiftigen Strahlenmüll weiterhin beschäftigen, müssen dafür Geld und Forschung ausgeben, diesen bewachen, um sich zu schützen und haben dadurch ein derart entsetzliches Erbe, mal abgesehen von den Folgeerkrankungen, von uns zu übernehmen. Wie wollen wir allein das jemals mit gutem Gewissen verantworten? Denken Sie daher nicht an kurzfristige Gewinne. Lassen Sie sich nicht einwickeln von internationalen Machtkonsortien und nehmen Sie Ihren politischen Auftrag ernst. Bleiben Sie bei Ihrer jetzt getroffenen Entscheidung und stellen Sie ohne vorherige Stresstests, Moratorien, Volksentscheide sofort allein aus einer veränderten Sicherheitslage in der Welt alle Atomanlagen ab. Denn die Menschen nehmen Ihre Worte nun als ein hoffnungsvolles Versprechen. Dieses erneut zu brechen, würde Sie Ihnen schwer übel nehmen. Die Menschen der täglichen Mahnwache vorm Kanzleramt. Gut. Danke, Anja.